10,000 years ago, there was a DLC. Ich weiß, man spricht DLC im Englischen nicht DLC, sondern DLC. But in the DLC, there was a dungeon. And this dungeon we have never played before. It's the dungeon from the Howling Peaks DLC. Und damit, okay, hey, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons. Seit Ewigkeiten wagen wir uns mal wieder an das Howling Peaks DLC. Ich spiele, wie ihr sehen könnt, auf einem anderen Charakter als sonst. Das liegt daran, hier habe ich das DLC schon, ich habe jetzt keine Lust gehabt, das nochmal neu zu spielen. Wir spielen es einfach kurz jetzt hier. Ganz kurz zu den Stats. Ich habe wieder die Feuerbrand-Axt mit kritischen Treffer und Dings. Das ist der Hammer hier. Jede Seele, die wir bekommen, heilt uns hier zu 6%. Und wir machen dreifachen Schaden. Also zu 25% machen wir dreifachen Schaden, je nachdem, wie viele Seelen wir haben. Und ich habe noch ein Diamantschwert Level 100. Das aber aus mir nicht erklärlichen Gründen sehr wenig Schaden mehr macht als Feuerbrand. Genau. Und zwar, hier ist es, der gewaltige Schutzwall. Ich verstehe. Okay. Wir können es nicht leichter machen, das heißt, wir spielen es auf normaler Schwierigkeit. Ich hoffe, es wird nicht zu schwer. Bin ich der Einzige, der findet, dass... also erstmal haben wir Peter noch nicht gesehen. Während Peter... Ich will ganz kurz gucken. Hier in den richtigen Filter. Ohne Filter? Ich brauche den Hard-Filter oder Herd-Filter. Ich sehe so richtig blass aus. Ich bin so ziemlich klein da unten in der Ecke. Ich schiebe mich mal ein Stück dahin und mache mich mal ein bisschen größer. So. Dann. Und zwar ist es der gewaltige Schutzwall. Es ist nicht zu 100% blind. Ich kenne das Ganze schon. Genau. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Ich habe das schon nicht durchgespielt. Zum Schluss bin ich gestorben. Aber ich habe es schon gespielt. Es wird eine längere Folge. Also ich glaube, nach einer halben Stunde oder so waren wir noch nicht am Ziel. Genau, ich hoffe, es wird auch nicht zu schwer, weil sonst nehme ich wirklich das Diamantschwert. Genau. Ich benutze mittlerweile andere Items als vorher. Immer noch die Bienen, klar, Bienen an die Macht, Leute. Aber ich benutze das Heiltotem immer noch, klar. Habe ich das? Aha. Aber den Todeskappenpilz, den habe ich noch nie benutzt, weil ich den immer für unnötig gehalten habe. Aber der ist wirklich ultra stark. Also ganz kurz, ihr seht ja, wie ich jetzt normal angreife. Und schaut mal, wie ich jetzt angreife. Und ihr macht permanent kritischen Schaden und Angriffskraft erhöht. Und ultra stark. Also ihr seht, er lohnt sich doch. Ich habe früher immer gedacht, ja, wofür braucht man das jetzt? Ist das wirklich notwendig, dass ich den jetzt mit reinnehme? Ich bin ja ein Mensch, der lieber geschützter ist als mit starker Angriffskraft. Deswegen Heiltotem und Dings. Das mit den Seelen. Aber der Todeskappenpilz hat mich wirklich direkt überzeugt. Ja. Ich weiß, woran es liegt. Irgendwas stimmt heute nicht mit den Settings. Wenn ich so mache, so sähe es in der Theorie richtig aus, aber der Greenscreen wird halt überhaupt nicht richtig beleuchtet. Egal, das ist schon nicht so schlimm. Und wir haben Entdecker im Glück, das heißt, wenn wir random rumlaufen, kriegen wir noch zusätzlich Smaragde. Denn mir ist aufgefallen, dass die Shops ziemlich wichtig sein können. Ich werde noch ein Video machen, wo ich euch erkläre, die beste Farming-Methode, also wie ihr schnell richtig gute Items bekommen könnt.
Also mit richtig guten Items meine ich halt wirklich richtig gute Items. Wie ihr schnell leveln könnt, also wie ihr schnell starke Waffen bekommt. Da gibt es nämlich einen ganz einfachen Trick, dass ihr also es gibt Minecraft Dungeons, gibt euch die Waffen nach eurem Standardlevel. Da ist ein Creeper. Mein Standardlevel ist jetzt, das seht ihr da, 94. Und auf dieser Basis hin, 94, werden mir dann neue Waffen verteilt. Bin gleich tot. Okay, der ist down. Okay, der ist auch tot. Darauf werden euch eure Waffen gestellt. Und wenn ihr eben Artefakte oder Waffen wollt, die stärker sind als euer akutes Level, müsst ihr mit eben stärkeren Artefakten rein. Und da werde ich einfach so ein Video machen, wo ich euch erkläre, also wo ich euch in der Theorie erkläre und dann in der Praxis. Was ein... Wo ich euch in der Theorie erkläre, wie es funktioniert und dann noch in der Praxis zeige. Genau. Mann, ich werde hier die ganze Zeit unterbrochen. Genau, und dieser Feuerradius, also meine Axt macht Feuerschaden und dieser Radius um mich herum auch noch. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Kombo, also machen wir doppelten Feuerschaden. Sind wir überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das sieht schon... Da ist ein Ice-Solager. Ich weiß immer noch nicht, heißen die wirklich Eis... Yo, wie unfair! Ja, klar! Okay, aber wenn wir an die Wand laufen, können wir diese Dinger wecken. Also, ich habe mal gehört, die heißen Ice-Solager, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Ich kann euch nicht sagen, heißen die jetzt wirklich Ice-Solager oder nicht? Aber wir gehen mal von Ice-Solager aus, weil das ist der einzige Name, den ich aus dem Spiel wirklich kenne. Also ich habe keine Ahnung, wie die heißen, der mich jetzt gerade angreift da. Nein, ich gehe da, ich mache keinen Raid, ich muss da durch. Ach komm, wie unfair. Ja klar, komm, ganz ehrlich. So. Nein, ist das nicht hier nicht weg? Boah, bin ich langsam, ey. Ah genau, und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich auch ein Stück beim Todeskartenpilz. Und wir haben's. Okay. Betritt den Außenposten. Suche... Ey, das ist so unfair, dieses Ding. Da ist noch so einer. Okay, ah ja, jetzt weiß ich, was kommt. Und zwar müssen wir alle Türen aktivieren, und um eben hier den Schlüssel zu finden. Ja. Der Schlüssel ist hier oben. Hier in diesem Dings drin. Da. Und da können wir hin, wenn wir alle Türen aufmachen. Und die Türen machen wir auf, indem wir hier immer so kleine Schieberätsel lösen. Angefangen mit... Gibt's hier einen Raid? Ah ja, gut. Angefangen mit... Boah, es ist gerade echt schwer zu sprechen, weil ich mich voll konzentrieren muss. Ne, Königswache, klar, warum denn nicht? Okay. So, jetzt. Ganz kurz.
vollste Konzentration aufs Reden. Wir müssen jetzt hier zum Beispiel. Müssen wir nicht? Was war jetzt hier die Auf. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier. Müssen wir jetzt erstmal die Gegner besiegen. Und dann müssen wir die Luft, also diesen Wind, so lang leiten. Okay, der ist down. Müssen wir die Luft, den Wind so lang leiten. Ihr seht es. So, dass das in die richtige Richtung geht. Und zwar jetzt in die hier. Wird da lang gepustet. Nein. Ich muss Eishalle jump. Okay, down. Nochmal. Dann wird das hier lang gepustet. Hier vor, hier rüber. Hier oben weiter. Und dann hört ihr so einen Gong-Gedönsschlag. Und dann könnt ihr hier den Knopf drücken. Und damit hat sich dann eine dieser Dinger geöffnet. Vorne bei dem Schlüssel. Klar! Bin gleich tot. Ah, hier müssen wir das Feuer auspusten, genau. Wir sind so unendlich stark. Das ist unangenehm. Wo ist dieser blöde Magier? Okay. Sollen wir uns vorher noch heilen oder? Ja, komm, wir heilen jetzt. Da ist er. Tschüss. Okay. Den drücken wir zweimal. Oder hinten ist sogar eine Goldküste. Ja, doch, die würde ich mitnehmen. Läuft alles noch flüssig? Ja, gut. Gerade eben gab es einen Lag bei mir in der Facecam. Deswegen habe ich noch mal kurz nachgeguckt. Schwer, hier, dass ihr nur beste Dings bekommt. Nee, kann ich nicht mitkämpfen. Wer schon länger hier aktiv ist auf meinem Channel, der sollte wissen, dass es einfach Waffen gibt, mit denen kann ich nicht kämpfen. Und wo muss ich jetzt die Luft rausschicken? Hallo? Ja? Hallo? Ich glaube jetzt einfach... Der Hintergrund sieht auch ganz cool, also hier dieses Ding da unten sieht eigentlich auch ganz cool aus. Geht hier runter. Ah, hier geht's nicht weiter. Und jetzt wird es hier ausgepustet. Und wir können den Knopf drücken. Damit schließt sich, öffnet sich die nächste Tür. Wir können hier zurücklaufen alles. Und kommen jetzt ganz gediegen hier durch. Wir können den Key nehmen und vorne die Türe öffnen. Cooles Gimmick, coole Rätsel. Also so halt so kleine Dinger. Das war jetzt aber was anderes, was ich beim letzten Mal hatte. Beim letzten Mal mussten wir Kisten schieben. Das heißt, bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist auch das hier random. Das finde ich gut. Folge der Mauer. Wo müssen wir hin? Oben rechts? Ich sehe nichts. Cool. Ja, komm, puste mich in die Luft. Ich finde das super toll. Klar. Okay, wir müssen da lang. Oh, ein Illusioner. Wie cool. Ich hasse es. Oh, ich weiß sogar, wo der ist. Oh. Ja, doch nicht. Aber die Musik, Leute. Ultimativ laut. Es ist safe, der hier. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Der da. Ja. Ey, diese blöden Wegpuster, ganz ehrlich. Ich bin gleich tot. Wieso kann der da auch mit Feuerwerkspfeilen schießen? Echt? Da ist er. Komm, geh weg. Nein. Ey. Ich bin gleich tot. Das ist so unfair. Ey, man hat ja gar keine Chance, irgendwas zu tun. Der blöde Puster da, echt. Da ist noch einer. Komm, stirb. Da ist der echte. Das sind zwei. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich. Oh. Na klar, komm. Gibt's ja auch mal sowas wie Pause? Das Maragd-Rüstung, genau, die ist neu. Wir kriegen einfach. Dieses Upgrade, was ich sowieso schon habe,
mit diesem Erkunden haben wir hier schon sowieso drauf. Ja, und Kampfstab, den kein Mensch braucht. Okay. Hier ist nochmal ein Raid, da gibt's das auch nochmal mit diesem... Nein, geh weg hier. Hier spawnen Bienen. Wegrollen. Dafür ist jetzt gut, dass wir weggepustet wurden. Da ist der Booster. Geh weg. Und jetzt kommt nochmal eben so ein Illusioner. Das ist der echte. Das ist der echte. Nein, der da. Komm schon. Down. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, okay. Safe. Atmen, atmen, entspannen, atmen, entspannen. Okay. Gut. So muss das. Ich würde sagen, wir gehen weiter. 60 Minuten haben wir schon. Ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr so lang. Also, weiß ich nicht. Aber ich habe ja jetzt auch nicht wirklich jeden einzelnen Bereich erkundet. Ah, jetzt müssen wir noch. Genau, genau. Ich glaube hier, ja, hier sind wir gestorben. Ja, klar, komm. Ah, ja, genau, klar. Und Stufenaufstieg, sehr schön. Was? Genau, man musste hier diese Sachen noch in Brand setzen. Die eine richtig coole Animation haben, ich kann jetzt nicht darauf achten, aber ihr... Und natürlich werden die Gegner nicht von dieser Welle beeinflusst. Okay. Davon gibt es noch eins, so viel ich weiß. Und zwar... Wow. Hallo. Da rüberspringen. Es ist möglich. Ey. Okay. Wir laufen außen rum. Gut. Hier noch dieses Katapult, genau. Jetzt kann ich das auch mal sehen. Das bekommt so rote Punkte, die dann glühen. Oder Glut darstellen sollen. Genau wissen, wie das jetzt ist, tue ich auch nicht. Oh, ich verdecke euch so ein bisschen hier meine Dingspunkte. Nein, geh weg! Ich mache mich noch ein kleines Stückchen kleiner. Dass ihr die Verzauberungspunkte auch sehen könnt. So. Ja, so passt das, so passt das. Okay. Wo müssen wir rechts hoch? Ah, nee, keine Ahnung. Nee, hier war ich noch nicht. Oh, eine stärkere Rüstung. Das finde ich schon mal sehr gut. Nee, hier war ich noch nicht. Keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Jetzt ist blind, Leute. Oh, wo müssen wir eigentlich lang? Ich habe nicht drauf geachtet. Nach oben. Jetzt stirbt doch endlich. Mein Gott. Ja, noch einer. Wie cool. Dann noch dieser Booster da oben, echt. Oder diese zwei. Das macht es auch nicht besser, dass es zwei sind. So, hier kriegen wir noch Heilung. Okay, okay, okay. Wo müssen wir lang? Oh, ich sehe dieses Ding nicht. Da ist meine Ringleuchte davor. Hallo, roll doch! So unfair. Stirb. Oh, eine Kuh, eine Rollkuh. Wie cool.
zu dir halt, kein Problem. Ach, noch ein Raid. Ja, wie geht's? Hat mich das gerade weggestoßen. Okay, aber wenn wir uns hier ein bisschen konzentrieren, ist es gar kein Problem. Okay, haben wir. Hier sieht es aber schon ziemlich nach Ende aus, muss ich sagen. Ey, das sind so viele. Hallo, Ende. Hier, Ende. Allein, wenn ich sehe, dass es nur ein Tor ist. Oh, es geht noch weiter. Ich gehe wieder raus. Ganz ehrlich. Okay, safe. Ich hab's. Wo geht's weiter? Hier hoch. Ich bin jetzt langsam echt fürs Ende. Wenn ich ehrlich bin, 20 Minuten ist eine gute Länge für eine Folge. Es darf jetzt das Ende kommen. Wieso rollst du zurück? Yo! Okay, down. Es geht noch weiter, was? Oh, eine richtige... Können die Gegner vielleicht vorher da sein, dass man sich seelisch darauf einstellen kann, dass er 5 Milliarden Gegner einen versuchen wollte zu töten? Stirb. Sehr schön. Okay, vollste Konzentration jetzt wieder. Es wird doch schwer. Ja, ich war jetzt schon so in der Hoffnung, so, ja gut, noch 5 Meter laufen und dann haben wir es und wir laufen falsch. Cool. 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 Ich glaube, die Karte ist kaputt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob wir da lang müssen oder nicht. Da, ah, wir brauchen hier den blauen Schlüssel, um da hinten weiter zu... Okay, macht Sinn. Ich brauche eine Heilung. Ja, könnte man... Dieser blöde Windmacher, ganz ehrlich. Schlimmster Charakter im Spiel. Schlimmer als Creeper oder ähnliches. Ja, wetten, wir gehen da jetzt runter. Und dann spawnen nochmal 10 Millionen Gegner. Weil es immer so ist. Nein? Okay, that's weird. Hier brauchen wir den Bau, genau. Und das bringt uns.
Okay. Ich sag ziemlich häufig okay, weil ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und das Ganze. Das Ganze, das ist hier so vollgestellt mit irgendwelchen Gegnern. Was befindet sich? Die Karte ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Hier ist ein goldener Schlüssel. Der kann richtig sein, muss aber nicht. Ich hoffe jetzt aber nicht, es gibt ein DLC in einem DLC, also ein Dungeon in einem Dungeon. Wieso sag ich immer DLC zu Dungeon? Keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt mit dem Schlüssel hin? Nein, dieser blöde. Wetten, es gab noch mal so einer von diesen Windtypen. Ja, ich wusste es! Keine 5 Sekunden. Wo ist der Schlüssel? Okay, und hier geht's jetzt weiter mit des Dings. Ja, okay. Die Karte funktioniert wieder, hoffe ich. Weiß ich nicht. Oh ne, ein Raid. Ja. Nein. Der hat hier überhaupt. Nee. Auf den habe ich gar keine Lust. Okay, den haben wir. Oh, und ich gehe natürlich zu den stärksten Gegnern, war ja klar. Die spawnen, glaube ich, immer mit Absicht da, wo man gerade selber hinläuft. Wow, laggt das gerade. Also nicht das Spiel, sondern meine Aufnahme. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen lagge. Die Grafikeinstellungen von dem Spiel sind schon richtig weit unten. Aber ich will halt schon hier mein 4K-Zeug sehen. Warum hat der einen Banner? Warum bist du so stark? Ja, klar. Okay, das war irgendwie so eine Art Mini-Mikroboss. Ist hier Ende. Wir nehmen noch die Kiste. Natürlich nehme ich noch die. Ja, klar, nehme ich die Kiste mit. Oh, ein Windbogen. Ah, wobei Bogen weiß ich nicht, ob ich tauschen will. Egal. We did it. Oh, 30 Minuten. Wobei, das fällt noch in die Kategorien. Ist okay. Ist nicht zu, ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Ist okay. So. Jetzt was bekommen wir? Und... Achso, das ist was Neues, das kennt ihr noch nicht. Das hat der Redstone-Golem. Und wenn man draufläuft. Was passiert, wenn ich hier sterbe? Ich würde es schon ganz gerne mal wissen. Wir testen jetzt aus. Was passiert, wenn man in der Lobby stirbt? Okay, man respawnt einfach. Gut. Todeskappen. Pilz packe ich wieder rein. So, das brauche ich nicht. Also,
1600 Schaden, 1400, aber der hat halt fast gar keine Verzauberung, lohnt sich nicht. Und die Rüstung? Weiß ich nicht. Klar, mit jedem Respawn, also 33% mehr Gesundheit ist ganz cool. Das ist auch super, aber die hat halt im Vergleich zu meiner jetzigen Rüstung zu wenig Verzauberung, dass ich sie benutzen würde. Ich habe gar nichts beim Schmied. Okay. Oh. Ja, was sagt denn unser Luxushändler? Oder wer hat noch Luxus? Kann ich halt mit allem nichts anfangen. Wir kaufen uns noch was Randommäßiges. Eine Waffe. Was Randommäßiges. Und noch was. Okay, komm. Also, brauche ich gar nicht. Wo ist mein Schwert? Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich hätte das Schwert verkauft. Zu wenig Stats, aber... Ist es von der Geschwindigkeit her? Warte mal ganz kurz. Es ist genau wie die Axt, nur... Okay, was hat denn das für ein Zusatzstat? Gar keinen. Dann nehme ich sie auch nicht. Und der hat mir wieder zu wenig Verzauberung im Allgemeinen. Das wird das dahin und... Ah, das können wir sogar schon verzaubern. Ich packe natürlich Explosion drauf. Okay. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Folge halt, wenn wir hier hinlaufen, sind die Kamera näher. Okay, dann verabschiede ich mich von euch fürs Erste. Ja, ich habe mitbekommen, dass Tower und Cloudy Season bei Twitter angekündigt wurde oder was auch immer. Ich weiß, dass am 16. im Minecraft Live Gedöns Direct oder wie auch immer das ist. Ich weiß. Und dieses Video habe ich heute aufgenommen am 10.10. und ich lade es heute noch hoch. Okay, das heißt total up to date. Genau, für die gestern im Livestream gefragt haben, ob ich Metroid Dread spiele. Ich habe es mir gestern Abend noch gekauft. Ja, ich war ziemlich überzeugt davon. Das heißt, es wird, ich weiß nicht, ob es zu einem Let's Play kommen wird, weil das Spiel ist ultra schwer und... Ja. Ich habe von heute Nacht von 0 oder von 1 Uhr bis 4.35 Uhr den ersten Bosskampf versucht und es nicht geschafft. Genau. Egal, unwichtige Info hier, so kein Infovideo. Wir gehen einfach, ich wollte jetzt so machen, aber das ganze Bild wird dadurch ja nicht schwarz, sondern nur mein Fleck. Deswegen verabschiede ich mich einfach so. Finger schon mal auf Bild runter. Auf die Zeit gucken, 33 Minuten, paar Sekunden, ja, 34 Minuten, das passt. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Sobald was Neues zu Minecraft Dungeons kommt, ihr seht's hier auf dem Kanal. Ciao.